Herzlich willkommen. Ermutigung für dich. Deshalb machen wir diese Sendung und beten auch für verschiedene Anliegen. Jeder darf Gottes Hilfe erfahren, wenn wir uns an ihn wenden. Ja, wie wunderbar. Gottes Hilfe, Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Entscheidung für Disziplin. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Entscheidung für Disziplin. Da lesen wir in Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ja, Entscheidung für Disziplin, sei fröhlich, ist eine Entscheidung. Ich kann auch immer jammern und alles Mögliche machen. Das Zweite heißt, sei standhaft, ist auch eine Entscheidung. Oder ich lasse alles so dahin plätschern. Und die dritte Entscheidung, die wir in diesem Vers lesen, lasst euch von nichts abbringen vom Gebet. Das ist auch eine Entscheidung. Oder wir haben Entschuldigungen. Ich habe keine Zeit wegen dem und ja, die Kinder und Geburtstag und das und jenes. Ja, ich sag dir, habe diese Disziplin. Es ist freiwillig, aber es ist eine Entscheidung. Es ist herausfordernd. Und deine Entscheidung, für was du erreichen möchtest, brauchst du Disziplin und die Entscheidung. Sei fröhlich, sei standhaft und lass dich von nichts vom Gebet abbringen. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir uns wirklich entscheiden dürfen, Herr, fröhlich zu sein. Auch manchmal, wenn es nicht so danach aussieht, unser Leben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir standhaft bleiben, auch wenn wir so viele Optionen haben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir uns nicht vom Gebet abbringen lassen, von so vielen Dingen, die uns gerne ausbremsen möchten. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir Freude haben an der Disziplin in dieser Sache. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir beten für alle Anliegen, die bei uns eingehen. Und ein paar haben wir mitgebracht. Und eine Mutter hat ein Gebetsanliegen für ihren Sohn. Sie schreibt: Liebes Gebetsteam, mein Sohn ist Medizinstudent. Er ist fast fertig mit dem Studium, aber leidet seit 4 Jahren unter einer schweren Depression und kann daher die Praktika nicht fertig machen. Leider ist bisher trotz verschiedener Therapien und Klinikaufenthalte keine deutliche Besserung eingetreten. Zurzeit geht es ihm sehr schlecht. Er ist in einer Tagesklinik. Wir sind auch als Familie sehr bedrückt. Bitte betet, dass er geheilt wird und wieder Freude und Hoffnung hat für sein Leben. Er ist gläubiger Christ und hofft auf Gottes Hilfe. Ja, und Jesus, wer auf dich hofft, wird nicht enttäuscht. Und ich danke dir, dass du diesen jungen Mann kennst. Und du weißt um seine tiefe Dunkelheit und Depression. Und ich danke dir, dass du da Licht hineinbringst in seine Dunkelheit. Danke, Jesus, dass dieses negative Bollwerk verschwinden muss. Und wir entmachten dieses Bollwerk jetzt im Namen Jesus. Und du bist stärker als jede andere Macht. Und Jesus, ich danke dir, dass dieses Bollwerk zerstört ist und das Licht in seine Seele hineinkommt, das Licht sein Herz erfüllt und dass vollkommener Friede kommt. Danke, Jesus, dass keine Dunkelheit mehr Platz hat in seinem Leben. Und ich danke dir, dass du ihn noch mächtig gebrauchst, auch in seinem Beruf und auf seinem Lebensweg. Und ich danke dir für dein Eingreifen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, und für zwei Gebetsanliegen schreibt diese Frau, für ihren Sohn und eine Bekannte. Sie schreibt: Bitte um Gebet für meinen Sohn. Er kann nicht mehr schlafen, hat chronische Schmerzen im Kopf und Kiefer, wurde auch schon operiert. Er hat keinerlei Gefühle mehr und sieht keinen Sinn in seinem Leben. Ich bedanke mich für das Gebet. Und außerdem für eine an MS erkrankte Ehefrau und Mutter, die seit mehreren Jahren in ihrem Haus im ersten Stock das Schlafzimmer nicht mehr verlassen hat. Es ist ihr kaum
noch möglich zu sprechen und Besuche sind zu anstrengend für sie. Es geht ihr zunehmend schlechter. Bitte unterstützt mich im Gebet für sie. Ja, und Jesus, das wollen wir tun. Wir danken dir für diese MS-erkrankte Frau und Mutter. Danke, Jesus, dass du eingreifst in ihr Leben und dass diese Nerven und diese alles, was damit zusammenhängt, wieder in deine göttliche Ordnung kommt. Danke, Jesus, dass du dieser Frau ganz nahe bist und sie durchströmst mit deiner Heilungskraft. Danke, Jesus, dass sie wieder das Haus verlassen kann und dass sie wieder hergestellt wird. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und dass du ein Gott bist, der helfen kann. Und wir setzen unser Vertrauen auf dich, auch für diese Frau. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du ihr wieder Kraft schenkst und neue Mut und Gesundheit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auch für diesen Sohn beten wir. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst, dass er wieder schlafen kann, dass diese Schmerzen am Kopf und Kiefer verschwinden und dass diese Schmerzen entmachtet sind durch das Blut Jesu. Danke, Jesus. Danke für dein Eingreifen und danke für diesen Sohn, dass er wieder vollständig hergestellt wird. Danke, Jesus, dass dein Frieden auf ihm ruht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau bittet für ihren Schwiegersohn um Gebet. Liebes Gebetsteam, bitte beten Sie für meinen Schwiegersohn. Er ist bereits 58 Jahre alt und wird jetzt arbeitslos. Es wäre schön, wenn er wieder eine Arbeitsstelle im kaufmännischen Bereich finden würde. Es ist wichtig für ihn, da meine Tochter, also seine Frau, psychisch krank ist. Vielen Dank und Gottes Segen für eure Arbeit. Ja, Herr, danke. Danke, 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 dass du der Herr bist, zu dem wir immer kommen können. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, du siehst jetzt all die vielen Dinge, Herr, die wir gerade gehört haben. Ich danke dir dafür, für die Arbeitsstelle, Herr, ich danke dir dafür. Und Herr, auch für die ganze Psyche dieser Frau, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der Helfer, der Heiler, der Befreier. Herr, ich danke dir dafür, dass Grenzenloses in dieser Situation passiert. Danke, Herr. Amen. Amen. Und noch ein Gebetsanliegen für einen Schwiegersohn. Eine Frau schreibt, ich bitte um Gebet für meinen Schwiegersohn. Er ist 47 Jahre alt, verheiratet, hat 3 Kinder. Er ist seit Jahren Alkoholiker. Ich bitte Jesus um Heilung von Alkoholsucht. Diese Sucht ist auch für die Familie schrecklich. Mein Schwiegersohn ist Christ. Danke für Gebet. Danke, Herr. Herr, für die ganzen Schwiegersöhne. Herr, auch für diesen. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass auch Herr, er loskommt von dieser Alkoholsucht. Ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar der Herr bist, der Neues schenkt in diese Familie, Befreiung, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass da eine Wende hineinkommt, Herr, wieder Freude und Frieden hineinkommt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du was Wunderbares dort tust. Danke. Amen. Amen. Und Gott tut wunderbare Dinge und davon wollen wir jetzt hören. Versöhnung in der Familie. Eine Frau schreibt folgendes Zeugnis. Eine Verwandte meines Mannes hatte euch vor kurzem ein großes Gebetsanliegen mitgeteilt. Ihre Tochter hatte vor einigen Jahren bei einem Autounfall auf der Autobahn ihre beiden kleinen Söhne verloren. Sie wurden aus dem Auto geschleudert, da während der Fahrt die Türe sich öffnete. Die Eltern und Tochter hatten danach keinen Kontakt mehr, obwohl sie danach noch 2 Töchter bekamen. Heute ist das gewaltige Wunder geschehen. Die Eltern sind zu ihrer Tochter gefahren und sie hat ihnen die Tür geöffnet. So konnten die Großeltern ihre Enkeltöchter auch sehen. Sie sind so glücklich und dankbar dafür. Danke, Jesus, und danke euch für alles. Ist das nicht wunderbar, wenn Versöhnung geschieht in Familien? Ein Auto geschenkt bekommen, schreibt ein Mann.
Ich möchte Jesus für seine Gnade danken. Mein Auto ging kaputt. An meinem Arbeitsplatz kommt man nur mit dem Auto. Sonst habe ich keine Möglichkeit. Ich habe mir Urlaub genommen und fing an zu beten. Nach 3 Tagen erhielt ich einen Anruf und ich bekam ein Auto geschenkt. Am 3. Januar 2023 werde ich das Auto anmelden. Lob und Dank, Jesus. Wie schön. Durchbruch in der Ehe, ein Zeugnis aus der Schweiz. Nach langem Warten, Kämpfen und Stille halten hat der Herr ein Wunder getan. An Heiligabend kam der Durchbruch unserer Ehe, der anhält. Dies war Gottes Zeit für uns. Ich danke euch von ganzem Herzen für all eure Gebete. Wie wunderbar, wenn Ehen wieder zusammenkommen und funktionieren. Vielfältige Gebetserhörung. Eine Frau berichtet: Ich danke euch für all eure Gebetsunterstützungen. Mein Sohn wurde von Drogen frei und auch die Liebe kam wieder in sein Herz. Meinem Vater wurde des Öfteren schon geholfen. Und auch meine Ehe wird immer besser. Auch für meine Tochter habt ihr gebetet. Ihr Darm ist geheilt und unsere kleine Enkelin ist wohlauf. Gottes Eingreifen ist groß und mächtig. Wie wunderbar, wenn man von so vielen Gebetserhörungen berichten darf. Ja, und wieder ein bunter Blumenstrauß, so vielfältig. Ein Auto, wenn man sich das vorstellt, egal wie alt das Auto ist, das war die Lösung für diese Situation. Hast auch du eine Lösung bekommen, eine Gebetserhörung? Lass es uns wissen, wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, möchtest du dich für Disziplin entscheiden? Disziplin, wirklich vorwärts zu gehen, Disziplin, standhaft zu bleiben. Und das ist nicht nur, Herr, wenn du willst, sondern es ist auch irgendwo ein kleiner Schmerz dabei, wo du sagst, ja, das mache ich jetzt und das tue ich jetzt. Und ich sage dir, das wird dir auch Erfolg bringen. Wenn wir für dich beten dürfen, dann lass uns dein Anliegen wissen. Wir tun es gerne. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, die Gebetsnacht ist schon ein paar Tage vorbei. Aber wenn du sie noch mal sehen möchtest, schau in unseren Medien oder bestelle diese Medien in unserem Shop. Schön, dass du dabei warst. Und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.